Sag mal, wieso hast du jetzt wieder so eine große Klappe? Was soll das wieder heißen? Ja, als wir gerade hinten standen, da warst du ja gerade so klein mit Hut. Ich hatte heute auch einen Scheißtag. Warum hattest du einen Scheißtag? Ich hatte heute Gerichtsverhandlung. Gerichtsverhandlung? Sag mal, willst du sagen, du warst angeklagt? Ja. Wegen was hat man dich angeklagt? Sag ich nicht. Du kannst es sagen, was war denn? Ich habe eine Domina geschlagen. Was, du hast eine Domina geschlagen? Ja. Warum schlägst denn du eine Domina? Na, die blöde Kuh hat doch angefangen. Jetzt weiß ich auch, woher du dein blaues Auge hast. Das kommt nicht von der Domina. Wo kommt das blaue Auge denn her? Zum Einkaufen. Wo warst denn du einkaufen? Baumarkt. Ach, was wolltest du einkaufen? Eine Badezimmerbeleuchtung. Ja und? Da bin ich zur Verkäuferin gegangen. Und was hast du gesagt? Du Schlampe. Du Schlampe. Das heißt, du gehst zur Verkäuferin das nächste Mal, ja? Ja. Und sagst, ich hätte gern eine Duschlampe. Dann funktioniert das auch, okay? Ist ja gut. Ja. Warst du auch in Urlaub letztes Jahr? Oh ja, ich war letztes Jahr, war ich in Italien. Italien? Italien ist ein wunderschönes Land. Deutschland ist genauso schön, stimmt's? Ja! Gut, ich meine, die Leute haben recht, du hast auch recht, Deutschland ist schön. Aber Italien hat die Dinge, die wir Menschen alle lieben. Ach ja, und was? Sonne, Strand und Meer. Ja und? Bei uns gibt es Berge, Wälder und Seen. Das schon, aber da gibt es auch was, was wir Männer sehr lieben. Was denn? Ferrari. Wir haben Porsche. Ja, aber in Italien, da gibt es die Mafia. Bei uns das Finanzamt. Also, was soll da unten schöner sein? Ja, komm, komm. Was soll da unten schöner sein? Mensch, von nichts mehr an, aber eine riesengroße Klappe, ja? Verdammt nochmal, jetzt werde ich aber langsam stinkig, du. Ich riech's schon. Das ist mein Eau de Toilette. Da schnierst du dir ins Gesicht. Ich zieh ab. Das ist so das Gegenteil von Aftershave. Ich nehme das fürs Gesicht. Naja. Könnte hinhauen. Ja, nicht, was alles zu erwarten hat, ist auch ein Gesicht, stimmt's? Ja, ja, ja. Ist jetzt genug, du. Och, der guckt schon so komisch da unten. Ja, ja, klar, wenn du so weitermachst, kommt er gleich hoch und er ruft dir die Federn. Oh, willst du mich nackt sehen, ne? Hör zu, wenn du nackte Hühner sehen willst, geh in Wienerwald, da tanzen die an der Stange. Halt, komm, 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 stopp, halt, stopp. Table Dance für kleine Aktionäre. Ach komm, Moment mal. Was erzählst du uns hier eigentlich von Table Dance? Wir haben Damen hier. Ja und? Warst du schon mal in einem Table Dance? Ja sicher, letzte Woche. Ach, und wer war da dabei? Der Sitzungspräsident. Ja, und der rechts die Schmalzkante war auch dabei. Ja. Ein ganz schlimmer Finger. Warum denn? Weißt du, was er gemacht hat? Was denn? Der ist hingegangen, hat den Frauen von hinten 50 Euro ins Höschen gesteckt. 50 Euro ist ja Wahnsinn! Der Präsident war noch schlimmer. Warum war der schlimmer? Der hat von vorne 100 Euro ins Höschen gesteckt. Moment mal langsam, wenn du mit den zwei Männern im Table Dance warst, könnte ich schwören, hast du garantiert auch was ins Höschen gesteckt. Bist du wahnsinnig? Ich hatte die EC-Karte geholt, durchgezogen, 150 Euro abgehoben. Ja, es ist nicht wahr! Table Dance. Sag mal, der erzählt uns doch Blödsinn, oder? Mein lieber Freund, ja. Und sowas fährt auch noch in Urlaub. Wenn man in Urlaub fährt, ist man ja weit gereist. Ja, sicher. Dann hat man auch viele Eindrücke mitgebracht. Na sicher, Scheißchen. Gut. Dann kannst du uns ja auch sicherlich erklären oder erzählen, wo steht denn der größte Dom der Welt? Keine Ahnung. Er hat es davor gesagt, in Köln. In Köln? Ja, natürlich in Köln. 2000 Sitzplätze. Na, dann kennst du auch das kleinste Dom der Welt. Kondom, ein Stehplatz. Hey! Siehst du, das hat er nicht gewusst. Das hat er schon gewusst, ja. Kleinste Dom der Welt.
Das ist das eigentlich so ein ekliges Geräusch? Was für ein Geräusch? Tada! Das ist die Kapelle. Ach, die Musiker. Lass mir die Musiker in Ruhe, die machen den ganzen Abend Musik. Kennst du den Unterschied zwischen Musiker und einer Pizza? Nein. Eine Pizza kann zum Gegensatz zu einem Musiker eine ganze Familie ernähren. Hallo! Hey, das war vielleicht mal vor 50 Jahren so. Heute verdienen die gutes Geld und sind auch am richtigen Arbeiten. Ach ja? Ja. Also keine Witze mehr über Musiker, okay? Okay, Scheißchen. Gut. Nachdem wir das geklärt hätten, Finger weg. Mein Gott, ich habe nur kurz hingefasst. Nach das nicht noch lange. Der ist frisch tätowiert. Was hast du frisch tätowiert im Bauch? Nein, den kleinen Schnuddelwutz. Hallo? Ja. Da gibt es nichts zu tätowieren, ja? Halt dich da raus. Scheißerchen. Ich nach dich alle. Du brauchst mich nicht alle machen, ja? Immer kommst du hierher, hast eine große Klappe, aber was erzählen oder den Leuten zeigen, dass du was kannst, das machst du nicht. Was willst du denn wissen? Du sprichst doch sehr gut Deutsch. Ja, hörst du Französisch oder was? Wenn du gut Deutsch sprichst, ja, dann bilde uns mal einen Satz mit einem Genitiv und einem Dativ. Geh nie tief ins Wasser, weil es Dativ ist. Hey, wo kommst du her? Toilette? Hallo. Hier läuft das Porzellan. Zu Hause habe ich die Scherben, du. Komm, 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 komm. Hallo. Mensch, du hängst wieder überall ein, ja? Mann, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die dir zu Weihnachten was schenken. Ich finde das also wirklich seltsam. Du hast doch deiner Frau auch was geschenkt. Na klar, schenke ich meiner Frau ich zu Weihnachten zum Beispiel. Ich weiß auch was. Das kannst du gar nicht wissen, weil du gar nicht da warst. Oh doch, ich weiß es. Ach, dann erzähl doch mal den Leuten, was habe ich denn meiner Frau geschenkt? Eine Halskette. Das ist schon mal falsch. Wieso? Weil ich meiner Frau keine Halskette geschenkt habe. Die Halskette, die sie trägt, ja, die hat sie von ihrem Chef. Chef? Von ihrem Chef. Die spielt zusammen mit ihm Lotto. Und da hat die Halskette her. Die haben gewonnen. Lotto. Ah ja. Und den Nerz? Den Nerz hat sie ebenfalls von ihrem Chef, weil die spielen zusammen Lotto. Die haben gewonnen, hat sich den Nerz gekauft. Lotto. Lotto. So, bevor du jetzt meine Frau, ja, und meinen Chef in Misskredit bringst, ja, verrat du mir mal lieber, was du heute Morgen bei meiner Frau im Badezimmer getrieben hast. Ich habe das Badewasser einlaufen lassen. Redst du Unsinn, ich hab doch geschaut. In der Badewanne war höchstens 5 cm Wasser drin. Ich war nur vorsichtig. Warum warst du vorsichtig? Ich wollte nicht, dass der Lottoschein nass wird. Hey. Er wollte nicht, dass der Lottoschein nass wird. Da lacht er noch so dreckig. Wer lacht? Na, der Dicke da unten. Hey, der ist nicht dick. Okay, er ist großzügig verpackt. Ja gut, in Ordnung, jetzt ist gut. Hör auf jetzt, ja? Der Mann hat vielleicht ein bisschen Bauch, das ist alles. Da sind die Füße aber zu weit hinten. Halt den Schnabel jetzt! Hör auf! Jetzt ist... Wer kommt denn jetzt? Hallo. Wird ja immer toller, du. Hast du mich gemeint oder den Alten? Nicht. Du hast Geschmack. Ey, mach mal langsam, ich hab Geschmack, ja? So, wenn du mit einem Auto unterwegs, ja? Du warst so bestimmt auch noch irgendwo anders wie in Bayern. Ja, sicher war in Frankreich. In Frankreich? Bei der Tour de France. Bei der Tour de France? Hast du da jemanden getroffen, den wir vielleicht auch alle kennen? Ja, sicher, Graf Dracula. Was macht denn der bei der Tour de France? Der wollte ein paar Radler trinken. Wollten ein paar Radler trinken, ja? Ja. So, aber ich habe manchmal das Gefühl, du verscheißerst mich hier. Ach, merkst das jetzt erst. Du, jetzt aber jetzt genug, ja? Was sollen denn die Leute für mir denken? Genau das Richtige, guck dich doch an. Ja, ja, guck dich an. Also ich will mal ganz ehrlich sagen, wenn du so... Was machst du da? Ich flirte. Oh nein, die haben ihre Männer dabei. Nicht mehr lange. Oh doch, die Männer sitzen da hinten dran, verstehst du, und die passen auf ihre Frauen auf.
du hast von Frauen keine Ahnung. Also lass das ein bisschen sein, okay? Ich habe keine Ahnung? Du hast überhaupt keine Ahnung von Frauen. Also halt dich zurück. Psst. Na komm, zack, zack. Wen meinst du denn? Na, alle beide. Hey, immer. Moment mal, was heißt hier alle beide? Sag mal, das ist doch Blödsinn, Mensch. Alle beide. Schau mal, manche mit so einem blöden Kerl wie dir, was du da, musst dir mal zeigen, dass du was kannst. Was denn? Schon, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gewesen wäre, ja, alleine. Ja. Ich hätte die Leute begeistert mit einem Gedichtvortrag. Ach du Scheiße. Gedicht. Ja, sicher, zum Beispiel der Erlkönig. Oh, den Scheiß kenne ich auch. Hey, das ist ja Literatur, der Erlkönig. Echt? Kannst du den überhaupt? Na klar. Dann möchte ich gerne den Erlkönig von dir hören. Den ganzen? Nein, ein ganz kleiner Ausstieg, dass die Damen sehen, dass du auch wirklich was kannst. Wollt ihr das hören? Also gut, dann fange ich an. Hey, Dicker, mit dir hat keiner gesprochen, okay? Ich habe schon mal gesagt, der ist nicht dick, ja? Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, der Mann ernährt sich nur vegetarisch. Ein dicker Vegetarier. Eine sogenannte Biotonne. Nein, keine Biotonne. Hör auf jetzt. Das ist ein Blödsinn jetzt. Ein dicker Vegetarier. Mann. Mensch, die werfen uns hier raus. Das ist ja scheißegal. Ich kann fliegen. Ja, gut, gut. Vielleicht denkst du an mich. Ich kann das nicht. Muss ich aber lernen, du. Ja, ich muss es lernen. Wer ist denn das? Das ist der Kellner. Hey, du, hast du nichts zu tun? Läuft da einfach durch, du, ohne Getränke, ohne was. Diese 1-Euro-Chopper sind ätzend. Das ist kein 1-Euro-Chopper, der hat alle seine Leute bedient und dann hat er nichts mehr zu tun. Bist du sicher? Ja, ja, klar. Kennst dich da aus? Na klar kenne ich mich aus, ja. Du sollst mal als Kellner arbeiten, dann wüsstest du mal, wie das ist, wenn man hier so hart arbeiten muss. Aber du kannst ja nicht mal richtig kochen. Er sagt denn das wieder? Komm mir auf, jetzt zu Weihnachten, dein Apfelkuchen, ja? Der hast du total vergessen können. Wieso denn? In diesem Apfelkuchen war ja nicht ein Stück Apfel drin. Ja und? Was heißt ja und? In jedem Apfelkuchen kannst du jede Frau fragen, gehört ein Apfel? Das ist doch Quatsch. Und hattest du schon einen Hundekuchen gesehen, wo ein Hund drin ist? Na, dieser Vergleich, der hinkt ja wohl ein bisschen, ja? Hundekuchen, wo hin drin ist. Hey, Herr Oberförster, wo gehen Sie hin? Das ist nicht der Herr Oberförster. Aber er ist in Grün. Er ist in Hoffnung. Toilette? Nach kein Scheiß, okay? Du, wenn hier einer rausgeht, ja, und eine Toilette geht, dann lass den wenigstens rausgehen, ja? Und mach dir nicht so blöde an. Jetzt habe ich die Schnauze schon wieder voll von dir. Ist ja gut. Ja, ist gut. Entweder reiß dich jetzt zusammen oder du gehst jetzt wirklich ab. Ist gut, Scheißchen, ganz ruhig. Kernseife. Ich benutze keine Kernseife. Solltest du aber. Sollte ich aber, ja? Meinst du eigentlich, du riechst hier besser, seit du hier stehst, ja? Mein lieber Freund, riecht's hier auch ein bisschen streng. Ich habe gerade einen krachen lassen. Lach nicht! Wir sind ja in Deutschland und in Deutschland ist jeder Furz genommen. Halt, Moment mal, langsam. Erzählt so ein Blödsinn. Hast du selbst gesagt. Mensch, da hast du mich total wieder missverstanden. Wieso denn? Ich habe gesagt, in Deutschland gibt es für alles eine Norm. Verstehst du? Ja. Und damit habe ich gemeint, es gibt für jeden Furz eine Norm. Das ist alles. Ach ja? Ja. Aha. Das heißt aber nicht, dass eine Blähung auch eine Norm hat, okay? Die muss eine Norm haben. Was heißt, die muss eine Norm haben? Die darf nur ein bestimmtes Gewicht haben. Ach, wie schwer darf sie da deiner Meinung nach sein? 0,0134 Gramm. Ach, und wenn sie schwerer ist, ist die Hose voll. Pass auf, jetzt hab ich die Schnauze auch voll. Was soll das heißen? Es heißt, du sagst jetzt schön gute Nacht. Ganz anständig? Ganz anständig. Nädels, ich komm gleich. Zeigt Interesse, robbt euch ran. Hey, langsam. Zeigt Interesse, robbt euch ran. Hey, was glaubst du eigentlich, ja? Sie sind ganz anständige Frauen. Noch. So wirst du ihr Herz nie erobern. Ist mir scheißegal, der Rest würde mir genügen. Das hat so keinen Wert. Sag schön gute Nacht. Ganz anständig? Ganz anständig, okay. Da kommt er wieder. Hast du Arbeit gesucht, oder? Was trinkst du denn, Spaghetti? Das ist doch ein Knabberteller.
Und wer knabbert da jetzt? Der Kellner? Der grinst wie eine Schmalzkante. Guckt er den an. Und der Gang. Wow. Wie geht er denn? Dai, 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 dai. Jeder Schritt ein Walzer. Ach, ja, komm, komm. Jetzt, du machst jetzt auch den Walzer, du machst den Abflug. Okay. Wir sagen Tschüss, Arrivederci. Wünscht euch noch einen wunderschönen Abend. Das sagt euch der schöne Aki. Und Scheißerchen. Tschüss zusammen. Dankeschön. Fanfaren für einen begnadeten Künstler. Es heißt so schön, Humor. Humor ist die beste Medizin. Sie kostet am wenigsten und ist am einfachsten einzunehmen. Seit Jahren, mein Lieber, begeisterst du uns mit deiner Medizin. Fred van Halen, singe wunderbar vor und mit singem Aki. Herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag auf der Bühne, auf dem Podium. Ein gelungener, absoluter Knaller nach dem Motto, Köln hat was zu bieten. Mein lieber Fred, für dich den Orden und Lossinger vor uns, ob gucke, nicht an dir kleut. Wir bedanken uns bei dir mit dem kräftigen, von Herzen kommenden Kölle, Fred van Halen und Ehrenjade. Danke und tschüss, ihr beiden. Maret Jo.